Zu Diensten, Herr Kukol! Was kann ich für Sie tun an diesem herrlichen Morgen? Kevin! Kevin! Was? Kevin! Ach, Kerzen! Da sieht es schlecht aus. Wie Sie selber sehen, Gnad. Sie verstehen der lange Weg. Das ist ja gut, Kukol! Regen Sie sich nicht gleich so auf. Hab ich gesagt, ich hab keine Kerzen? Kevin! Werden Sie schon ein paar finden? Warten Sie hier. Wo einer buckelt, da gibt's einen Namen.
Schwamm vergessen. Den Schwamm. Musst du ihn mir? Gut, du brauchst jetzt den Schwamm. Bitte, gib den Band. Morgen will ich wieder fahren.
frischen Tee von Haferschleim und schon erfüllt mich wieder Logik, Logik und Drang zur Pädagogik. Herr Professor, er hat gesagt, folge deinen verborgenen Trieben. Sarah muss hier irgendwo im Schloss sein. Ganz schön abgebrüht, der Bursche. Wer? Na, der Graf. Will uns wohl vergangeneiern. Der Graf hätte beinahe sein Inkognito verraten. Er nannte sich Nachtvogel und nutzlos bei Tag. Bleibt nur noch die Frage, wo ist sein Sarkophag? Sein Sarkophag? Der Sarkophag, in dem er tagsüber liegt. Nicht in einem Grab, Junge! Ein Grab ruht in einer Gruft! Jedes Schloss hat so eine! Und wir wollen uns gleich auf die Suche danach machen. Was? Gleich? Selbstverständlich! Und der Tag ist wie geschaffen zum Gruftsuchen! Alles mit Mut heute ist ein perfekter Tag! Niemand tut, was nur Helden gelingen mag! An einem Tag, wie Mut gegen Trommelfeuer! Man findet Gold und besiegt Ungeheuer! So eine Gruftsuche muss strategisch klug geplant sein. Ja, Professor, aber wir dürfen nicht zu beeilen. Vor allem brauchen wir das richtige Werkzeug. Pack du die Tasche, ich gehe schon vor und erkunde die Lage. Steigen dunkle Visionen, doch ich bleib.
und Nikomachos, Diogenes, Antiochos, Maimonides, Schweinchen, spüren wir die Weisheit der Griechen. Sie haben es dir getan. Doch in Augustinus, Tacitus, Timon und Plato, Peregrinus und Aquinus, Caesar, Cicero und Cato, schon beim Fasten wird man zum Enthusiasten. Sie gefangen. Man kann sich sein Mühe begeistern, bleiben in den Klammern, aber wenn er auch vergeben heißt, wird man wieder recht haben. Was ist diese Laufe Bibel und alles ist und Gaben, nur erbaulich ist, wohin man guckt, dann liegen ohne Bücher, wer schon froh. Deine Augen, die Augen,
plötzlich Nacht, kein Stern zu sehen. Der Mond versteckt sich, hängt laut vor mir. Kein Licht im Weltenmeer, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stille und in mir die Schattenbilder meiner Sommer. Wir lagen im flüssigen Gras, ihre Hand auf meiner Haut war zärtlich und warm. Sie ahnte nicht, dass ich verloren bin. Ich glaubte ja noch selbst daran, dass ich gewinn. Doch an diesem Tag geschah's zum ersten Mal. Sie starb in meinem Arm. Wie immer, wenn ich nach dem blieb nichts in meiner Hand. Ich möchte Flamme sein und Asche werden und hab noch nie. Vergebens, denn der Hunger hört nie auf. Des Pastors Tochter ließ mich ein bei Nacht, 1730 nach der Maiandacht. Mit ihrem Herzblut schrieb ich ein Gedicht auf ihre weiße Haut. Des Kaisers Page aus Napoleons Tross. 1813 stand vor dem Schloss, dass seine Trauer mir das Herz nicht brach, kann ich mir nicht verzeihen. Doch immer wenn ich nach dem Leben greif, spür ich, wie es zerbricht. Ich will die Welt verstehen und alles wissen und kennen. Ich selber nicht. Ich will frei und freier werden und werde meine Ketten nicht los. Ich will ein Heiliger oder ein Verbrecher sein und bin noch nicht als eine Kreatur. Die Wahrheit will ich kriegen und die Zeit weisen muss, was immer sie liegt. Jeder glaubt, dass alles einmal besser wird. Und nimmt ihr das Leid in Kauf. Ich will endlich einmal satt sein, doch der Hunger hört nie auf. Manche glauben an die Menschheit und manche an Geld und Ruhm. Andere glauben an Kunst und Wissenschaft, an Liebe und an Heldentum. Viele glauben an Götter verschiedenster Art, an Wunder und Zeichen, an Himmel und Hölle, an Sünde und Tod und an Liebe. Oh!
prophezei ich heut und mir, noch bevor euer nächstes Jahrtausend beginnt, ist der einzige Gott, dem jeder dient, die Unschuld.